Vielen Dank, Thoralf, für die freundliche Einleitung zu meinem Vortrag. Und wir haben ja schon viel gehört, gerade in den Grußworten, dass es in der Praxis doch schon Anwendungsmöglichkeiten gäbe. Und ich will aus dieser Praxis berichten, was haben wir gemacht? Sie sehen hier ein Bild des Pandemieverlaufs und Sie sehen, dass wir am Anfang natürlich niemals damit gerechnet haben, was wir für Mega-Zahlen erleiden werden, was für eine riesengroße Pandemie das wird. Und Sie sehen ja auch mal den Zeitpunkt der Impfung nach Ablauf des ersten Drittels praktisch der Pandemie und dann eben auch die letzte eingeleitete Omikron-Welle, die ja so eine Art Wende in der ganzen Pandemie war, mit dem zwar häufigeren Erkrankungsdasein und einer enormen Belastung des Gesundheitswesens durch die vielen kranken Mitarbeitenden auch, aber eben den leichteren Verläufen. Und das zeige ich Ihnen, weil das auf das, was wir gemacht haben, schon auch einen Einfluss hatte. Das sind hier nochmal die Daten aus dem DIVI-Register und da sehen Sie die einzelnen Wellen, die letzten Endes dazu geführt haben. Auf der linken Seite sind die deutschlandweiten Daten, die dazu geführt haben, dass die Intensivstationen sehr stark belastet waren. Und das hat eben zeitgleich auch bei uns hier, war das in Mecklenburg-Vorpommern der Fall, wo wir bis zu 100 Intensivpatienten hatten, die aufgrund dieses Krankheitsbildes stationär behandelt werden mussten. Und das ist nochmal ein Daten vom RKI, die Ihnen das Gleiche nochmal für die Krankenhauspatienten insgesamt zeigen. Und da, auch da, hier sehen Sie die Wellen. Wir haben in den Höhepunkten eben über 12.000 solcher Patienten deutschlandweit behandelt. Und damit sind wir auch schon bei den Problemen. Es gab Regionen, wo quasi gar nichts mehr ging in der Intensivmedizin. Das war am Ende des letzten Jahres eben in Sachsen der Fall, wo dann wir auch hier in Mecklenburg-Vorpommern Patienten übernehmen mussten, weil keine Versorgung mehr garantiert war. Und was sind die Probleme, die daraus resultiert haben? Das sind einmal, dass es viele stationäre Patienten gab, die eben die Kapazitäten des Gesundheitswesens allgemein belastet haben, dass natürlich Kapazitäten für andere Erkrankungen fehlten. Wir sind noch heute dabei, die massiven zurückgesetzten Tumor- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen abzuarbeiten sozusagen und haben deshalb jetzt wieder genauso volle Intensivstationen wie zu Covid-Zeiten. Sind schwere Symptome in der Erkrankung treten oft ziemlich spät auf. Die Kranken merken gar nicht, dass sie schon eine schwer geschädigte Lunge haben, ein sogenannter stiller Sauerstoffmangel. Das heißt, wenn man ihn nicht misst, mit zum Beispiel einem Pulsoximeter, erkennt man auch gar nicht die Dramatik der Situation. Und wenn man diese Patienten sehr viel früher in die Klinik bekommt, und dafür haben wir das Remote Monitoring primär genutzt, dann führt das dazu, dass das Überleben und auch dass Long-Covid-Situationen praktisch nicht so dramatisch sind und stationäre Aufnahmen können vermieden werden. Das sind hier mal links ein gesunder Patient, rechts die schwersten Schädigungen, wo kaum noch Lunge da sind. Das eben kann man durch frühzeitige Überwachung und frühzeitige Hospitalisierung oder Betreuung der Patienten im ambulanten Bereich zu einem gewissen Anteil vermeiden. Mit diese App, in die die Patienten Daten eingeben, das wurde noch nicht durch Sensoren gemacht. Der einzige Sensor, der zur Verfügung gestellt war, war das Pulsoximeter. Und da haben die Patienten praktisch die Sauerstoffsättigung, den Puls abgelesen und in die App eingegeben. Wir dann als Nutzer, kriegen Sie nachher noch genauer, haben so eine Übersicht gesehen und die war sortiert nach den schwerkranken Patienten oben und den gesünderen unten. Und wir haben das regelmäßig uns angeschaut und haben dann eben die Möglichkeit gehabt, bei Problemen die Patienten anzurufen oder einen Videoanruf zu tätigen und haben sie dann in verschiedensten Fragen beraten. Das sind die Anzahl der Patienten, die wir pro Monat in der App hier bei uns in Greifswald eingeschlossen haben. Und Sie sehen, das Ganze folgt. Ich habe leider für die Krankenhausdaten hier nur die aus ganz Deutschland. Es folgt ungefähr auch diesen Wellen, die an Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen anders ausgeprägt sind. Am Anfang war es geringer, am Ende war es eher mehr. Und entsprechend sind die Zahlen eben ein klein wenig anders. Und
zum Ablauf. Es war so, Januar 2020 war ja die erste Corona-Infektion in Deutschland. Dann schon im Frühsommer hat das BMG sich entschieden, eine solche App zu fördern. Wir haben dann im August, im September in Greifswald mit dem ersten Patienten schon begonnen, also ein sehr schneller Beginn, und haben dann leider über ein Jahr später das erst auf ganz Mecklenburg-Vorpommern ausrollen können. Das lag ein bisschen daran, weil alle dachten, und wir möchten uns da einschließen, dass es vielleicht gar nicht mehr so schlimm wird. Am Anfang war es Medoped und dann die Huma-App. Und vielleicht zeige ich Ihnen, warum habe ich der Omikron und die Impfung da eingegeben, weil das Ihnen zeigen soll, dass die Zahlen bei der App eben auch dadurch beeinflusst wurden. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Wie ist das Ganze gelaufen? Wir haben natürlich irgendwie überlegt, wie wir die Patienten darüber informieren, haben versucht, über den Landkreis da eine Regelung zu finden. Wir dachten, dass wir einfach die positiv getesteten Patienten übermittelt kriegen und sie dann kontaktieren. Das ging aus Datenschutzgründen nicht, mussten wir lernen, sodass wir uns entschieden haben, das positive Testergebnis, was ja elektronisch übermittelt wird, das sehen Sie hier rechts, mit einem Hinweis zu versehen, dass man eben sich begleiten lassen kann. Und die Interessenten haben dann eine E-Mail uns geschrieben und wir haben händisch diese E-Mails beantwortet, die Zugangsdaten dann den Leuten geschickt. Und wenn sie dann in der App war, haben wir immer wieder eben sie kontaktiert. Ein anderer Weg war, dass über die Presse eben praktisch Mundpropaganda der Hausärzte war noch was anderes. Und wir haben in den Landkreisen Vorpommern, Greifswald und Rügen dann die Pulsoximeter verteilt in allen Krankenhäusern, aber auch in einzelnen Arztplätzen. Und so haben die Angehörigen der Infizierten praktisch dort sich die Geräte abgeholt. Am Anfang, wie gesagt, gab es eine Finanzierung durch das BMG. Da ist sowohl die App als auch die Pulsoximeter finanziert worden. Und wie das Ganze funktionierte hier in der Region Greifswald, habe ich Ihnen erzählt. Dann ist es so gewesen, dass eben wir schon das Gefühl hatten, dass es sinnvoller wäre, das auszudehnen. Da bestand aber bei vielen Krankenhäusern außerhalb der Region hier nicht so das große Interesse. Die Pandemie war gerade im Abklingen, und sodass das sich also verzögert hat. Und hier sind nochmal so ein paar Beispiele, wie wir versucht haben, das eben publik zu machen. Und was wir dann eben in den Gesprächen mit den Patienten immer wieder gemerkt haben, einmal, dass sie extrem dankbar waren, dass sie überhaupt jemanden hatten, der sie betreut hat. Das ist oft im ambulanten Sektor nicht sehr gut gewesen, wegen der Masse der Patienten. Und in den ersten 6 Monaten, also in der Zeit, deswegen habe ich Ihnen vorhin den Impftermin gezeigt, als die Patienten noch nicht geimpft waren, als sie noch schwer krank waren, als es schwere stationäre Verläufe gab, da haben wir eben 5% der Patienten frühzeitiger ins Krankenhaus einweisen konnten, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das waren ganz oft Patienten, die kaum Beschwerden hatten, aber dann solch gruselige CT-Bilder, wie Sie hier sehen. Und was wir eben auch gemacht haben, wenn es eben noch nicht so schlimm war, dass wir Beratung durchgeführt haben, dass wir gesagt haben, gehen Sie in die Apotheke, versuchen sich im Internet solche Atemtrainer zu besorgen, um eben eine Entlastung durchzuführen. Und wir haben auch Patienten, die wir aus dem Krankenhaus entlassen haben, nach der stationären Behandlung mit Covid mit der App versorgt und den entsprechenden Devices, damit eben sie sehr früh schon aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. Es war also dann, wenn ein Patient aufgenommen wurde, haben wir den Rettungsdienst informiert, haben ihn praktisch zu dem Patienten geschickt, die Notaufnahme wurde informiert und dann sind die Patienten eben stationär aufgenommen. Das haben wir für verschiedene Krankenhäuser übernommen, und so dass es eben dann teilweise auch eine intensivmedizinische Behandlung vermieden werden konnte und dadurch die Patienten schon und auch das Gesundheitswesen eben den erhofften Vorteil hatten. Ja, dann war es so, dass Mitte, Ende letzten Jahres die Förderung durch den Bund beendet wurde und aber dann durch den Übergang der Delta in die Omikron-Welle eine neue Überlastung der Krankenhäuser drohten durch die hohen Anzahl. Wir haben dann
schnell einen Förderantrag an das Land Mecklenburg-Vorpommern gestellt, diese App für das ganze Land zu nutzen, weil absehbar war, wie kritisch es wird für das Gesundheitswesen, haben eben Personal und die Software die Kosten beantragt. Und wir haben über eine Informationsseite, den Smart Timer, die Möglichkeit gehabt, diese praktisch Informationen an die Patienten automatisierter zu machen. Also es war nicht mehr so, dass wir immer eine E-Mail gekriegt haben und die dann händisch beantworten mussten. Wir haben organisiert, dass die Pulsoximeter im ganzen Land verteilt werden, in Krankenhäusern, Apotheken. Wir haben versucht, die Labore zu begeistern, dass alle das hinten auf den Schein schreiben, an dem Wort Versuch, sehen Sie, dass es noch nicht ganz gelungen ist. Und es wurde eben auch beobachtet, dass wir jetzt am Ende der Omikron-Welle kaum noch Patienten hatten, weil einfach die Verläufe zum Glück leichter sind und dadurch der Bedarf in Kombination mit der Impfrate eben nicht mehr so massiv war. Aber man muss sehen, dass die Sozialministerin hat es vorhin gesagt, wenn der Herbst kommt, ist es durchaus möglich, dass man diese App eben wieder nutzen muss. Das ist hier, Sie sehen, das sind die Abholstellen, wo wir die Pulsoximeter verteilt haben. Das ist schon über das ganze Land verteilt, sodass der Weg für die Angehörigen der Erkrankten nicht so weit ist, sich diese Dinge abzuholen. Und dann ist es eben jetzt nicht mehr die E-Mail da drüben, sondern diese Sepsis at Uni Greifswald, sondern eine Adresse, die praktisch den Leuten gegeben wird vom Smart Timer. Dort trägt man seine persönlichen Daten ein, wie Sie es hier rechts sehen, schickt es ab, muss noch eine Einwilligungserklärung und eine Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgeschichte abhaken. Dann bekommt man noch ein paar Hinweise, was man machen soll. Es gibt auch so ein bisschen den Hinweis, dass wir nicht alle 24 Stunden die Leute überwachen können. Dann muss man das Ganze nochmal bestätigen und kriegt einen QR-Code, der dann ermöglicht, sich die App herunterzulassen und sich spezifisch für die Greifswalder Gruppe anzumelden, damit wir die Patienten sehen, die eben in der Region sind. Und diese Liste auf der linken Seite steht eben dann auch noch auf dieser Website. Und dann können sich die Patienten eben gucken, oh, da wohne ich, da kann ich es mir abholen oder abholen lassen. Und das ist die Basis, das ist der Smart Timer. Das ist hier an der UMG entwickelt worden von der Krankenhausinformatik. Und dieses System erlaubt praktisch, die Tests zu organisieren, das Impfen zu organisieren. Darüber wird seit letztem Jahr die Hospitalisierungsrate in ganz MV praktisch real-time erfasst und eben auch die Anbindung an die Huma-App haben wir realisieren können. Ohne das muss man ganz klar sagen, hätte es nicht funktioniert. Lassen Sie mich zusammenfassen. Im Nachhinein, auch wenn es schnell ging, bin ich der Meinung, es hätte noch schneller gehen können und sogar müssen. Insbesondere die Behörden waren nicht so schnell, wie wir es wollten und auch leisten hätten können. Es betraf insbesondere die Landkreise, aber am Ende jetzt des letzten Jahres auch mussten wir die Landesregierung schon öfter drängen und ihnen klar machen, vielleicht haben wir es auch nicht richtig gemacht, was wir für eine tolle Lösung haben und wie wir das Problem im Land damit besser managen können. Günstig war, dass über das Cluster-Managen ich sehr gute Kontakte eben zu den Krankenhäusern hatten und wir das lösen konnten. Die Datenschutzprobleme konnten wir zum Glück lösen, weil es den Smart Timer gab. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätte, glaube ich, das Ganze nicht funktioniert. Und eine Botschaft ist auch aus meiner Sicht immer, wenn man es nicht probiert, dann passiert eben gar nichts. Und ohne, dass man ein bisschen netzwerkt und damit ist der Sepsis-Dialog, die UMG, Huma und KID, Smart Timer, also ganz viele Leute haben da mitgespielt. Und die muss man eben versuchen zu begeistern. Mit den Laboren haben wir es noch nicht geschafft. Und das Fazit ist eben, es ist möglich, wenn man sich Gedanken macht, hier sehr intensiv eben zu intervenieren. Und das ist letzten Endes möglich gewesen, weil wir als Sepsis-Dialog da in diesem Management solcher schweren Erkrankungen schon große Erfahrungen hatten. Und deswegen haben wir auch erkannt, wie notwendig es ist und wie sinnvoll es ist. Und wer mehr wissen will über uns, der kann es über diesen Ding zum Beispiel machen. Ja,
das soll es aus meiner Sicht gewesen sein. Und ich hebe mal meine Bildschirmteile wieder auf und glaube, dann bist du wieder da, Thoralf. Ganz genau. Vielen Dank, Matthias, für die Einführung in das spannende Thema, irgendwie, was ihr da alles wirklich gemacht habt. War ja auch eine extrem anstrengende Phase, muss ich wirklich sagen. Ich war selber begeistert, wenn ich in diesen Krisenstabssitzungen mal dabei sein durfte, was eigentlich alles passiert. Kriegt man ja so in dem Umfang auch als Außenstehender gar nicht mit, obwohl wir in einem Unternehmen sind, sage ich mal. Aber wenn man nicht selber im Krankenhaus dabei ist, ganz tolle Sachen, die ihr da gemacht habt. Vielen Dank dafür, auch an der Stelle nochmal. Und freue mich jetzt direkt überzuleiten quasi zu Dr. Laurin Rötzer, der uns nämlich nochmal jetzt die Lösung etwas genauer vorstellen wird und diesen Lösungsvorschlag, den ihr da am Ende umgesetzt habt. Ich stelle auch Herrn Rötzer noch einmal kurz vor. Nach Medizinstudium, Promotion, Arzt in der Strahlentherapie, hatte ich gelesen, das wusste ich vorher noch nicht, okay. Und auch in der Allgemeinmedizin hat er ein Startup gegründet im Bereich der digitalen Prävention, von dem wir jetzt quasi hören werden. Mit einer wissenschaftlichen Evaluation der medizinischen Software. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, ihr habt auch einige Kooperationen mit Krankenkassen bereits, wie man das quasi weiterentwickeln kann. Vielleicht auch, du hattest zu tun mit einer AMTS-Lösung. Und seit 2021 bist du dann jetzt eben im Business Development im Bereich Healthcare bei Huma. Huma kannst du wahrscheinlich selber besser vorstellen. Ich habe euch kennengelernt als ja quasi gesundes Technologieunternehmen, aber da magst du vielleicht gleich selber noch ein paar Sätze zu sagen. Und auch, was, glaube ich, alles drin steckt an Algorithmen, Methoden, vielleicht bis hin zu ersten KI-Algorithmen und Entscheidungsvorschlägen. Ja, bin ich gespannt von zu hören jetzt. Und lieber Laurin, in dem Sinne, stage is yours. Ich gebe dir mal den Bildschirm frei. Super, vielen Dank für die Einleitung und Vorstellung. Dann teile ich kurz einmal meinen Bildschirm. So, jetzt müsste er zu sehen sein. Perfekt, genau. Wie du schon richtig gesagt hast, ich arbeite jetzt seit knapp einem Jahr bei Huma. Wer sind wir? Wir sind ein Startup oder mittlerweile kann man fast schon sagen Scale-up, das vor ungefähr 10 Jahren in London in Großbritannien gegründet wurde. Dort auch seine Wurzeln hat, vor allem in zwei verschiedenen Bereichen. Das ist das Remote Patient Monitoring, also die Fernüberwachung von Patienten, wo wir jetzt ja schon ganz viel drüber gehört haben und eben auch ein zweites Standbein haben in der Begleitung von dezentralisierten klinischen Studien, weil man im Endeffekt mit einer ganz ähnlichen Technik oder Technologie, mit denen man Patienten fernüberwachen kann, in einem medizinischen Setting, kann man das Ganze natürlich auch in einem wissenschaftlichen Setting im Rahmen von Studien machen und wie man hier an unserer Kunden- und Partnerliste sieht, haben wir da auch einige namhafte Namen dabei. Genau, neben den USA sind wir, neben Großbritannien sind wir auch in den USA, Europa und China aktiv und quasi unseren Start in Deutschland hatten wir im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Bevor ich jetzt zu viel über uns erzähle was wir gemacht haben, wo wir herkommen, möchte ich ganz gerne relativ konkret in unsere Lösung gehen und das auch einmal direkt quasi live demonstrieren, wie das funktioniert wie wir das Projekt durchgeführt haben. Prinzipiell besteht unsere Lösung aus zwei Teilen. Hier auf der linken Seite sieht man einmal unsere Patienten-App. Das ist die App, die der Patient auf seinem Smartphone hat. Auf dieser App kann er ganz unterschiedliche Sachen durchführen. Einerseits können natürlich alle Daten eingegeben werden, es können Fragebögen beantwortet werden und es können natürlich auch Infos direkt über Wearables wie Smartwatches auf das Smartphone übertragen werden. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, noch andere Geräte anzuschließen, wie zum Beispiel EKGs, etc. Also da sind dem relativ wenig Grenzen gesetzt, solange sich so ein Gerät mit dem Smartphone verbinden lassen kann und medizinisch zuverlässig ist, kann es auch verwendet werden. Der Patient hat dort die Möglichkeit, quasi alles einzugeben, zu managen, selber zu sehen und eben auch in Kommunikation mit den betreuenden Ärztinnen und Ärzten zu treffen. Auf der rechten Seite ist unser Portal. Das heißt, da können die betreuenden Ärztinnen und Ärzte sich eine Übersicht über die Patienten verschaffen, das Ganze priorisieren,
dokumentieren und im Detail anschauen und auch in Kontakt mit den Patienten treten. Bevor ich jetzt zu viel im Detail erzähle, würde ich jetzt einfach direkt einmal den Bildschirm von meinem Smartphone freigeben und das einmal demonstrieren, weil man dann tatsächlich den besten Eindruck davon bekommt, wie so etwas funktioniert. So, wunderbar. Genau, jetzt sieht man hier den Bildschirm von meinem Smartphone. Das ist jetzt hier die Übersichtsseite, die wir auch verwendet haben. Das heißt, hier kann der Patient alle momentan offenen Aufgaben sehen. In dem Fall ist jetzt tatsächlich alles erledigt und die Aufgaben sind abgehakt. Falls dem nicht so ist, sieht man hier tatsächlich eine Liste von Parametern, die ich eintragen muss. Ich sehe hier meine Termine, die ich habe und kann hier zum Beispiel auch die Historie davon ansehen. Hier auf dem zweiten Tab verfolgen sind dann eben jetzt hier die verschiedenen Parameter, die wir im Rahmen des Projektes erhoben haben, aufgelistet. Beispielsweise gab es eine Symptomabfrage. Hier sieht man quasi die letzten Symptome, die von dieser Patientin hier eingegeben wurden. Es ist ein Zeitplan hinterlegt, also wie oft werden die Symptome abgefragt. Immer wenn es soweit ist, gibt es natürlich auch eine Erinnerung, dass man eine Aufgabe hat. Und wenn ich hier auf Hinzufügen klicke, kann ich jetzt hier meine Symptome auswählen. Ich wähle jetzt einfach zufällig mal zwei aus und kann dann mit so einem Schieberegler den Schweregrad einstellen und das Ganze dann, sehe das Ganze nochmal in der Übersicht und kann es übermitteln. Genau, bei der Entwicklung haben wir auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze so einfach und so schnell wie möglich passieren kann, damit auch die Patienten nicht die Lust daran verlieren, die Symptome zu erfassen und die anderen Werte zu erfassen. Analog geht das auch für die anderen Parameter, die wir hier sehen können. Es gibt zum Beispiel hier die Herzfrequenz, die eingetragen werden kann oder auch direkt über die Smartphone-Kamera übermittelt werden kann. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, das wir im Endeffekt bei allen Parametern haben. Also es gibt immer die Möglichkeit, das Ganze manuell einzugeben, aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, es über Connected Devices oder, falls es möglich ist, über die Smartphone-Sensoren zu übermitteln und einzutragen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Beispielsweise im Rahmen der Covid-19-Pandemie haben wir oft sehr schnell agiert und Lösungen auf den Markt gebracht. Das ist natürlich gut, eine Lösung so einfach wie möglich zu halten und nicht sich mit einer Logistik zu beschäftigen, die den Patienten mit drei verschiedenen Geräten ausstatten muss. Aber umso mehr automatisierte Erfassungen hat, umso mehr detaillierte und bessere Daten kann man natürlich erheben. Spannend ist vielleicht auch noch, dass das Ganze natürlich auch rechtlich relativ hohe Anforderungen hat. Das ist einerseits der Datenschutz, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben. Und das andere ist das Thema Medizinprodukt. Also wir sind tatsächlich auch als Medizinprodukt zertifiziert, sodass die Werte hier tatsächlich auch geprüft und zuverlässig sind. Genau, hier sieht man noch die anderen Möglichkeiten, die erfasst werden, also Sauerstoffsättigung, was wir ja vorhin im Beispiel schon gesehen haben, Temperatur, hier speziell nochmal das Thema Luftnot, was bei Covid ja auch sehr relevant ist, die Atemfrequenz, ein täglicher Check-in, wo ein paar einfache Fragen gestellt werden, es können Medikationen des Patienten übermittelt werden und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Fragebögen zu übermitteln. Das ist jetzt gerade im Rahmen von beispielsweise wissenschaftlichen Fragestellungen, aber auch in dem ganzen Thema PROMS und BREMS, was ja vor allem im klinischen Umfeld immer spannender wird, eine sehr wichtige Option. Genau, natürlich kann der Patient hier in seinem Profil auch seine persönlichen Daten einsehen, sieht hier auch seine Termine, also über die App geht dann auch direkt eine Videosprechstunde, die durchzuführen ist und kann natürlich seine Daten auch verwalten und herunterladen. Das vielleicht kurz zur Patientenseite. Dann würde ich einmal noch auf die Arztseite übergehen. Dazu einen kleinen Moment.
Ich wechsle einmal den Bildschirm. Genau, das ist im Endeffekt die Übersicht der Patienten, die man betreut. Das Ganze ist hier in dem Fall nach der Priorität sortiert. Das heißt, die Patienten, die die kritischsten Werte übermittelt haben, stehen ganz oben, sodass man sich auf die eben zuerst fokussieren kann. Und wir sehen hier eben die Werte, die übermittelt wurden. Und das Ganze ist in einem farbkodierten System, grün, gelb und rot, je nachdem, in welchem Referenzbereich die Werte liegen. Ich kann jetzt hier auf diese Patientin beispielsweise draufklicken, sehe das Ganze nochmal in der Übersicht, kann mir einen Überblick über den zeitlichen Verlauf verschaffen, um das Ganze im Detail bewerten zu können, und kann hier natürlich immer weiter ins Detail gehen und mir das Ganze beispielsweise auch als Tabelle oder als Diagramm anzeigen lassen. Genau, sodass ich hier eben, sobald der Patient die Werte übermittelt hat, das hier auch direkt sehen kann und eben schnell auf veränderte Parameter reagieren kann. Hier sehe ich beispielsweise noch einmal das Patientenprofil. Es gibt die Möglichkeit, Notizen hinzuzufügen und zu dokumentieren. Und wie wir es ja vorher schon angesprochen haben, gibt es natürlich die Möglichkeit, Termine mit den Patientinnen und Patienten zu vereinbaren und Videosprechstunden beispielsweise durchzuführen. Genau, das war jetzt ein relativ schneller und kompakter Durchgang durch die Plattform. Jetzt teile ich noch einmal die Präsentation, um noch von unseren Erfahrungen im Rahmen von Covid-19 zu berichten. Genau. Wir haben bereits, bevor wir in Covid-19 Erfahrungen gesammelt haben, schon relativ viel im Bereich von chronischen Erkrankungen gemacht. Als Beispiel ist zum Beispiel Herzinsuffizienz oder COPD zu nennen. Und da war es im Endeffekt ein kleiner Schritt von uns Richtung Covid, eine App zu konfigurieren. Zum Hintergrund vielleicht dazu, also wir sind sehr modular aufgebaut. Das heißt, wir haben aus den verschiedensten Bereichen Module, die wir dann zu einer App zusammenstellen können, also beispielsweise Herzfrequenz, Atemfrequenz, Fragebögen. Das haben wir hier gemacht. Wir hatten einige Partner in Deutschland, insbesondere tatsächlich in Greifswald, was eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit war und auch immer noch ist und wo wir uns natürlich auch auf die Zukunft sehr freuen. Beispielsweise in Baden-Württemberg haben wir auch sowohl mit Krankenhäusern als auch niedergelassenen Ärzten gepaart und hatten da, das ist, was Herr Dr. Gründling auch schon erzählt hat, tatsächlich auch schöne Ergebnisse. Also wir hatten tatsächlich eine Reduzierung der Krankenhausaufenthalte. Wir konnten bei den Patienten, die ferner bewacht wurden, auch eine niedrigere Mortalität feststellen. Und was ich persönlich auch immer sehr wichtig finde, 93% der Patienten, also wirklich ein Großteil der Patienten, man muss auch bedenken, es waren auch ältere Patienten dabei, fanden die App sehr einfach zu benutzen und fühlten sich sicher und gut aufgehoben durch die Betreuung. Und das ist, denke ich, spielt auch eine ganz große Rolle in dem Kontext. Genau, bevor ich jetzt zu lange rede, würde ich nochmal an Thoralf Schnell übergeben und freue mich auf die weitere Diskussion. Ja, vielen Dank. Genau, ich nehme mal ein paar Fragen hier auf und ein paar Themen, die aufgepoppt sind. In dem Fall dann ja quasi an euch beide, an Matthias und Laurin. Vielleicht gerade zu Beginn noch eine Frage, gerade auch im Anschluss an deinen Vortrag gerade, Laurin. Du hast die Patienten-App gezeigt und die Parameter und Werte, die dort erfasst werden, auftauchen beim Stichwort Interoperabilität. Wie sieht das aus? Kann ich diese Daten anderweitig nutzen? Spontan würde mir natürlich einfallen, wenn ich schon mal eine App auf dem Handy habe, Stichwort in die Apple Health App, ist das automatisch da zu übernehmen, zu integrieren, weiterzuleiten? Vielleicht kannst du da irgendwie ein, zwei Sachen kurz zu sagen. Na klar, sehr gerne. Also Interoperabilität gibt es da im Endeffekt in zwei Richtungen, wie du gerade schon angesprochen hast.
für den Patienten selber. Also wir können beispielsweise Daten von Apple Health oder auch von dem Google Pendant tatsächlich auch mit benutzen und die Daten importieren. Also das ist problemlos möglich. Die Daten zu exportieren ist selten tatsächlich sinnvoll. Also es gibt vielleicht einige Use Cases, aber gerade wenn es um medizinische Daten geht, ist es tatsächlich auch von vielen Patienten, denke ich, nicht gewünscht, die zu Apple bzw. Google weiterzuleiten. Aber wir können tatsächlich die Daten, die davon kommen, verwenden. Auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, Schnittstellen hin zu beispielsweise Krankenhausinformationssystemen oder auch Patientenverwaltungssystemen im ambulanten Sektor herzustellen. Das ist ein Thema, das auch für uns sehr wichtig ist, wo wir auch dran arbeiten. Das hängt halt auch tatsächlich sehr von dem Use Case ab, wann und wie solche Schnittstellen Sinn machen und erfordern natürlich auch eine Kooperation zwischen den Herstellern. Und das ist ja tatsächlich nicht immer ganz einfach, aber gerade im Bereich von KIS-Systemen arbeiten wir da dran und ist auch Zukunft für uns ein wichtiges Thema. Jetzt im Rahmen dieses Projektes haben wir das tatsächlich über unsere Plattform abgewickelt. Aber da gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, die Daten in standardisierten Formaten zu exportieren, um sie dann in beliebige andere Software zu importieren. Okay, vielen Dank für die Ausführung und die Info. Genau, an Matthias vielleicht noch eine Frage. Wir haben hier einen Kommentar auch in der Chatwall. Also gerne auch nochmal an die vielen Zuschauer, die wir gerade haben, ne, das Feedback benutzen, unten eingeblendet, wie man da hinkommt, gerne die Fragen zu stellen. Eine hier ist auf jeden Fall nochmal das Thema ja Prompts und Prems, also im Prinzip auch dieses ja, Monitoring, dieses Nachfragen auch nochmal. Ihr habt ja auch, wie gesagt, einen Fragebogen dort dabei gehabt. Matthias, wie ist so dein Blick darauf? Ist Prompts, Prems generell ein großes Thema? Inwieweit hat dieser Fragebogenmechanismus euch in diesem Projekt geholfen? Jetzt muss ich mich ja outen. Was ist Prompts, Prems? Patient Reported Outcome Measures. Also im Prinzip der Fragebogen, den du per App ja den Leuten gestellt hast. Ne? Mhm. Ja, also da sind wir noch dabei, das auszuwerten. Wir haben das echt noch nicht gemacht. Wir haben nur aus den ersten 6 Monaten geschaut, wie stark praktisch die Hospitalisierungsrate war, die notwendig war, wie krank die Patienten waren. Also da kann ich wirklich noch nichts zu sagen. Wir haben so viel damit zu tun gehabt, die Leute zu betreuen, dass wir echt da bisher null dazu gekommen sind. Das ist einfach die Realität. Ja, gar kein Problem. Aber im Prinzip, ihr habt die Fragebögen und ihr macht damit auch noch was. So ist der Plan, ja. Genau, sehr gut. Ja, hier war doch gerade ein Kommentar oder eine Frage zu den Patientendaten, die du gerade gezeigt hast, Laurin. Ich hatte es oben in der URL gesehen, war eine Demo-Seite und sind Demo-Daten. Also ja, an den Zuschauer, der da gerade nachfragt, das sind alles nur Demo-Daten. Kann ich versichern, dass das alles fiktive Patienten sind. Genau. Eine weitere Frage, die gerade auch reinkommt, vielleicht kann Laurin da noch was zu sagen, die Videosprechstunde, ob die zertifiziert ist. Der Hintergrund, ich kenne es selber irgendwie, ich glaube, um das anschließend abrechnen zu können, muss man eine zertifizierte Videosprechstunde-Anbieter sein. Da kurz quasi die Frage, ist eure auch zertifiziert? Genau, um das Ganze im ambulanten Bereich, also bei niedergelassenen Ärzten anbieten zu können, muss ich tatsächlich von der KBV zertifiziert sein. Da sind wir momentan in dem Zertifizierungsprozess. Okay. Super, kommt also dann demnächst. Und jetzt geht es hier richtig los. Ich weiß nicht, ob gerade nochmal der Link zu Feedback geteilt wurde. Ich schaue gerade nochmal und nehme vielleicht noch eine mit rein, bevor wir dann im nächsten Thema weitermachen. Genau, hier auch eine spannende Frage, auch an Laurin wieder. Inwiefern die Huma-Software bei der Auswertung der Daten beispielsweise mittels ja, Algorithmen, KI unterstützen kann? Also muss ich jetzt in diesem Ärzte-Backend, was du gezeigt hast, selber das im Kopf zusammenkriegen oder was sind eigentlich eure Mechanismen da drinne, wo ihr KI-seitig oder algorithmisch unterstützt? Ich glaube, ein Thema war ja die Farbe, die du meintest, ne? Aber vielleicht kannst du noch 2, 3 Sachen sagen, was da alles drinne steckt bei euch. Ja, gerne. Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, wo wir auch sehr viel mehr machen können, als wir sozusagen dürfen. Also momentan ist das tatsächlich über eine Priorisierung im Rahmen der Farben möglich. Hintergrund ist tatsächlich, dass man, um eine Automat, also wirklich Algorithmen darauf anzuwenden,
Richtung Diagnose oder die auch eine Ärztin und einen Arzt eine klinische Entscheidung abnehmen oder ihn dabei auch unterstützen, sehr hohen Sicherheitsanforderungen unterliegen und auch einer sehr hohen Z-Stufe im Bereich der Medizinprodukterecht erfordern. Wir arbeiten gerade an einer höheren Zertifizierung, sodass wir sowas auch tatsächlich anbieten können. Im Rahmen der momentan eingesetzten Zertifizierung ist sozusagen da Schluss, weil das Risiko dem Gesetzgeber dann zu hoch ist und die Anforderungen an so eine Zertifizierung, das wird jeder wissen, der sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, sind auch ungemein hoch und es ist ein ungemein hoher Aufwand im Qualitätsmanagement, den man betreiben muss. Das machen wir natürlich gerne, dauert seine Zeit. Aber dann haben wir auch tatsächlich ein Team, das sich nur mit diesem Thema beschäftigt, sodass wir wirklich da auch eine, ich sage jetzt mal, intelligentere Unterstützung anbieten können und auch wirklich priorisieren und einzelne Patientengruppen identifizieren können, bei denen dann eine erhöhte Aufmerksamkeit notwendig ist. Aber natürlich auch nie mit dem Ziel, das völlig unabhängig von der medizinisch qualifizierten Person zu machen, weil das soll auch tatsächlich ja niemanden ersetzen, sondern bei der Entscheidung unterstützen. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eins, das möchte ich gerne vorlesen, weil ich es total klasse finde, hier in der Chatwall. Also Anführungsstriche, Zitat. Ich habe das Monitoring während meiner Covid-Erkrankung genutzt und fand es sehr hilfreich. Gerade für Mecklenburg-Vorpommern als Flächenland gibt es sicherlich weitere Anwendungsmöglichkeiten bei anderen Erkrankungen. Also vielen Dank auch und schön, dass jemand dabei ist, der das nutzt hat und es positiv fand. Und die Frage, die da noch drin steht, gibt es dazu an der UMG weitere Projekte? Und das vielleicht auch schon fast die Überleitung zu Frau Professor Steinmetz, aber vielleicht Matthias noch. Oder dann auch die Überleitung, gibt es weitere Projekte, wo quasi Fernüberwachung aus eurer Sicht sinnvoll ist? Ja, ich kann ja vielleicht, also das ist noch nicht sehr konkret, aber Selbstdialog sagt es ja schon. Ne? Wir können uns also sehr gut vorstellen, dass eben schwerkranke Patienten nach überstandener Erkrankung dann eben ambulant weiter betreut werden. Und die Sensortechnik, die App geben diese Möglichkeit, ist überhaupt technisch überhaupt kein Problem, man muss es nur machen. Und man braucht natürlich dann auch die Leute, die dann reagieren. Ne? Also es nützt ja nichts die App, wenn der Nutzer sich nur in einer gefühlten Sicherheit befindet. Also das ist der Plan. Aber da sind wir bisher nur in den Gedanken, das muss man auch zugeben. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, vielleicht abschließend, Laurin, weil das ja auch so auf der Wunschliste bei Frau Steinmetz stand. So kognitive, also kann ich beispielsweise in der DIGA-App von Huma, also diese kognitiven Tests, so Gamification-Ansatz, sage ich mal, könnte ich da was machen und via Daten oder wie langsam ich brauche, feststellen, okay, da wird was schlechter oder besser oder bleibt zumindest mal gleich? Die Antwort ist ja. Tatsächlich haben wir da einige neurologische Tests und Features, die kann man auch tatsächlich direkt in der App umsetzen. Je nach Anforderung kann das Ganze sehr schnell gehen. Das heißt, Reaktionszeit-Test oder Merktest, wo man sich halt eine bestimmte Sequenz von aufblinkenden Blumen, haben wir zum Beispiel ein Beispiel, merken muss und es reproduzieren muss, bis zu komplexeren Verfahren ist das durchaus eine Möglichkeit und denke ich auch dahin, wo die Richtung geht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Einige davon sind bereits auch wissenschaftlich evaluiert, andere noch nicht. Also da gibt es tatsächlich noch einiges zu tun. Aber haben wir auch schon einiges im Angebot und getestet und das ist, denke ich, gerade wenn es darum geht, solche Probleme initial zu beurteilen und dann auch den Verlauf zu beurteilen, sicherlich ein sehr gutes Screening-Verfahren, was auch den Fokus oder die Priorisierung von weiteren Tests dann ganz gut vorantreiben kann und im Blick in die Zukunft natürlich, wenn man das mit anderen Features wie Fragebögen, etc. Werden kombiniert und im Rahmen dann der intelligenten Auswertung in der App koordiniert dann vielleicht auch wirklich tatsächlich zur Diagnose beitragen kann, was natürlich super spannend wäre.